Dank 7 Siegen in den letzten 9 Spielen hat sich Dornbirn auf Rang 5 in der Tabelle vorgearbeitet und auch der Start in das Heimspiel gegen Villach verläuft nach Wunsch. Brody Reed trifft schon in Minute 2 zum 1:0 für das Heimteam. Zunächst Herzog noch mit dem Save gegen Dalwies. Der Nachschuss von Reed ist dann nicht zu halten. Überlegene Dornbirner bekommen in Minute 5 die Chance auf das 2:0 wieder Reed. Diesmal vergibt der Kanadier allerdings und das rächt sich nur kurz darauf. Denn entgegen dem Spielverlauf gleichen die Villacher aus. 8. Minute Jordan Hickmott trifft von der blauen Linie zum 1:1. Das 9. Saisontor des Kanadiers gibt den Adlern in der Folge einen Schub und der 27-Jährige ist auch an der Entstehung des 2:1 für den VSV beteiligt. Nach seinem Alleingang bringen die Dornbirner die Scheibe nicht weg und Ryan Glenn sagt Danke. Unter der Woche hat Glenn den Vertrag verlängert, jetzt trifft er. Rasmus Rinne sieht da zum wiederholten Male nicht besonders glücklich aus. In Drittel 2 legen die Villacher dann sehr aktiv los und sie können in der Folge sogar noch weiter davonziehen. Patrick Platzer fälscht den Schuss von Miha Stebich ab. Der 5. Saisontreffer für Platzer bringt die Kärntner mit 3:1 in Front. Dornbirn verabsäumt es kurz vor Ende des Mitteldrittels, den Rückstand zu verkürzen. Shiga Panze bringt die Scheibe nicht an Herzog vorbei. Gleich zu Beginn des Schlussabschnitts ist es dann aber soweit mit dem 2:3 aus Dornbirner Sicht. Matthew Fraser, zweitbester Goalscorer in der Liga, klasse im Abschluss. Das 16. Saisontor von Fraser in Minute 41 lässt die Bulldogs auf ein Comeback im Spiel hoffen. Aber diese Hoffnung erfährt in Minute 48 einen herben Dämpfer. Markus Schlacher zieht voll durch und stellt mit seinem 3. Saisontreffer den 2-Tore-Vorsprung für den VSV wieder her. 4:2 für die Kärntner. Das Heimteam gibt sich aber noch nicht geschlagen. Michael Caruso von der blauen Linie. Jetzt sind die Bulldogs wieder bis auf einen Treffer dran. Den Schuss bekommt Herzog zwar durch die Hosenträger, aber danach passiert nichts mehr. Villach feiert nach 4 Niederlagen in Serie endlich wieder einen vollen Erfolg. Den ersten unter Neo-Coach Markus Peintner. Ganz ein wichtiger Sieg, vor allem für die Psyche. Wir wissen, wie wichtig der mentale Bereich im Eishockey, im Sport allgemein ist. Und wir haben davor schon zwei gute Partien gespielt, wo wir sehr viel Energie in der Partie gehabt haben. Jetzt war halt wichtig, dass wir mal punkten und ja, bin ich sehr stolz auf die Mannschaft. We seemed a little bit off tonight. I thought the first period was real good. Probably a case of missed opportunities. Second period, we were back on our heels for whatever reason. We couldn't take passes, we couldn't make passes. We had no speed. We lost all the battles in the second period. Third period, we woke up a little bit, but obviously the fourth goal hurt us. And it just seemed like outside of maybe 4 or 5 guys, it just seemed like everybody was off just a little bit. And when that many guys are off by a little bit, it gets magnified, and the result ends up a loss.